Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. Ich bin noch mittendrin im Nephalem-Portal und ich muss irgendwie jetzt noch die letzten paar Gegner hier auf die Reihe kriegen. Und dann kommt ja irgendwie ein dicker Boss, vermute ich mal, den ich dann besiegen muss. Das heißt, ich spare mir jetzt auf jeden Fall mal meinen Archon-Skill auf. Und ich weiß nicht, ob ich ins nächste Paradoxon schon gehen soll. Eigentlich ist es wahrscheinlich wurscht, oder? Ich gehe davon aus, dass der nächste höherwertigere Gegner mir genug gibt, damit ich dann da mal gegen den Boss antreten kann. Und dann schauen wir mal, ob ich das mit meinen 43 und meiner schlechten Skillung, weil ich ja im Moment die Skills seit, glaube ich, 8 Level nicht angeschaut habe, dann da eine Chance habe. Wäre halt schön, wenn ich jetzt den letzten paar Meterchen hier noch auf die Reihe kriegen würde. Der Balken wächst ja auch durch die normalen Gegner, soweit ich das hier sehe. Also nicht nur die Oberbosse, aber die liefern halt größere Summen. So, jetzt aber. Ah ja, jetzt müssten wir es doch. Jetzt müssten wir es doch geschafft haben. Ja, der Portalwächter ist angekommen. Au. Der Portalwächter, dann machen wir doch jetzt mal Archon an. Und dann holen wir uns Quäler. Quäler. So. Blutsplitter. Nephalem-Portale. War's das jetzt? Sprecht mit Oryk in der Stadt. Dann kehre ich jetzt in die Stadt zurück, um mit Oryk zu sprechen. Ach, kann sein, dass Oryk mir das dann erst in die Hand drückt. Oryk, wer ist Oryk? Er ist Oryk. Niemand ist da. Ja. Das Portal schließt sich. Brauche ich ja nicht mehr, aber ich könnte jetzt rein theoretisch. Und habe ich jetzt irgendwas? Ich habe zumindest mal eine Hand. Ja, ist ja nicht so, dass ich nicht schon eine Hand hätte, aber jetzt habe ich halt noch eine Hand. Die ist sogar noch mal besser. Mehr Intelligenz, mehr Vitalität. Der erste Treffer, den ich eine Gruppe Elite-Gegner erleidet, verleiht euch 10 Sekunden lang ein Schild der Schaden in Höhe von... Ja, das hört sich doch lecker an. Hättest du gerne diese Hand? Nee. Intelligenz brauchst du halt einfach nicht. Ist halt einfach nicht so der Intelligenzmensch. Na, dann schauen wir uns jetzt doch mal... Ja, verehrte Dame. Schauen wir uns doch mal an, was wir jetzt hier so anziehen. Uhu, du hättest gerne das hier, weil da ganz viel Stärke drauf ist. Nein, nicht ich. Er. Gut. Aha. Gut. das würde tatsächlich ich wohl anziehen. Die Axt, seine Zweihand-Axt. Wobei, willst du die nicht? Nee, da willst du keine Zweihand-Sachen. Das willst du auch nicht. Da bist du auch wirklich... Aber du würdest den Gürtel anziehen? Ja, dann zieh. Gut. Da habe ich jetzt mal wieder mehr Schaden. Mehr Schaden ist gut. 39 mehr Schaden für dich, auch wenn es blau ist. Ein Hämmerchen. Würde mir wieder mehr Zweihandstreitkolben. Das ist ganz was Nettes für mich. Bist du mein altes? Nee.
Gürtelchen für mich. Das für dich. Schüchchen für dich. Waffe. Mm-mm. Mir würde die mehr Schaden machen. Wieso? Wieso macht denn eine seltene Axt mehr Schaden als ein seltener Zauberstab? Ach, weil da Schaden und Intelligenz drauf ist. Überlaufe ich halt mit einer Axt rum. Mir doch Wurst. Brauchen wir nicht. Und das haben wir gesagt. Brauchen wir auch nicht. Gut, dann aufgeräumt. Dann werden wir aufräumen. Kurz das hier. Bitte unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo, euren Likes und euren Kommentaren. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was zum Aufräumen und hier. Und jetzt ist halt die Frage, habe ich jetzt so einen Teil oder nicht? Wo würde ich das denn sehen? Ja, hier nicht, sondern hier. Dieses ganze Höllenfeuerzeug habe ich nicht. Hier habe ich jetzt mal von jedem drei und einen großen Portalschlüsselstein habe ich null. Brauche ich denn einen großen Portalschlüsselstein? Machen wir nochmal zurück zu Akt 1, Neu-Tristram. Hier hoch zum Altar. What do I need? Einen großen Portalschlüsselstein. Und diese Atem des Todes. Na, ja, das ist. Kann ich die noch nicht machen, weil ich noch zu low level bin? Oder was bietet mir denn jetzt eher hier noch an? Das kann ich nichts. Ich kann nur reden mit dem. Na super. Also die großen kann ich erst machen mit 70. Das ist klar. Und wo kriegt man die dann? Zufällig? Das kann sein, dass man die, dass man mehrere solcher Portale machen muss. Ach ja. Gut. Naja, ich meine, was soll ich denn sonst machen? Ach ja, ich könnte jetzt diese hier Entdingsung machen. Ja, machen wir das mal. Ich würde gerne das Teil einfach loswerden. Würdest du mir dieses Teil bitte die legendäre Eigenschaft extrahieren. Dazu muss ich Hüllen sagen. Achso, das muss ich dann alles damit reinschmeißen. Now I understand. Atem des Todes. Okay. Na dann, habe ich halt nicht. Also er hat mir jetzt null Atem des Todes reingeschmissen. Finde ich gut. Das ist Quality of Life. Das bringt mir nichts. Sind die da jetzt immer noch drin, oder? Not just for... Nee. Gut. Ja, dann hilft ja alles nichts. Dann werde ich einfach noch leveln müssen, oder? Wir machen jetzt noch schnell ein kleines Neverland-Portal. Einfach nur, weil ich es kann. Bisschen üben. Ha? Wobei es wahrscheinlich besser wäre, ich würde noch Kopfgelder machen. Weil ich auch diese Kopfgelder Items ja brauche. Würdiger Gegner. Da würdige Gegner, jawohl. Nee, damit haben sie nicht rechnen können.
Da läuft mir immer noch hinterher. Nee, Sackgasse. Dann geht das wohl da lang. Ist irgendwie da oben. Ist ja auch mal ungewöhnlich. Da ist ein Dicker. Da muss ich hin. Aber erstmal hole ich mir noch das Zeug hier. Kümmere mich mal kurz um diese Schulklasse. Und dann hole ich mir den Dicken hier unten. Hallo Dicker. Noch mehr Dicke. Ja, ich auch. Ganz lange. Die Geschichte geht dann ungefähr so. Ich komme da hin und dann sind da so andere und dann mache ich die weg. Und das hören sich ja ganz viele Leute ganz oft an wahrscheinlich. Oh, hier geht's nur zurück. Da will ich nicht hin. So, lass uns mal das noch mitnehmen. Schneller, 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 schneller. Come on. Ja, dann haben wir ja hier den nächsten Levelbereich, den turbulenten Abstieg Nummer 2. Das ist echt eine turbulente Geschichte. Mittendrin im Kampf fällt mir wieder ein, ich habe ja immer noch nicht meine Skills angeschaut. Ich muss ja unbedingt mal meine Skills anschauen. Ja, das ist aber jetzt, schaut nicht so an. Ich wärme mich gerade auf und dann ist sie eingefroren. Ja, toll. So, also. Ich habe mir jetzt einen Knoten ins Taschentuch gemacht. Ich muss dringend Skills anschauen. Sobald der Portalwächter hier Geschichte ist, werden Skills angeschaut. Haua! Die nächsten kleinen Gegnerchen. Ich bräuchte noch ein paar. Gib mir deine Kügelchen. Gib mir deine Kügelchen. So, jetzt haben wir aber ganz schön was hier eingesammelt. Das ist es wirklich nicht mehr weit. Bis zum Portalwächter. Weil euer Grab wartet, ja. So. Nu. Gleich macht's Klick. Und dann ist der Portalwächter hier. Darf der mich treffen? Normal.
würde ich sagen, sollte er mich nicht treffen. Aber es macht nichts, wenn er mich trifft. Vergessene Seele gerade eingesteckt. Was auch immer das schon wieder ist. Aber nicht... Ich muss zurückkehren. Ja, ich spreche jetzt mal mit Orek. In der Stadt. Servus, Orek. Wie geht's dir, Eudi Fischer? Ausgezeichnet. Ausgezeichnet? Das ist super. Ja, dann, habe ich jetzt ein Schwert. Es könnte was für dich sein, lieber Templer. Oder auch für mich. Weil es Feuerschaden hat und wahnsinnig viel Intelligenz und Vitalität. Schaden gegen Tiere. Und ich krieg Leben. Klar. Das wird natürlich hergenommen. Ansonsten hätte es da eine Axt für dich. Einen Schuh für mich. Eine Bingsi, eine Mütze. Würdest du einen Schaden mehr kriegen? Warum? Warum? Also, ich frag mich warum, aber ich weiß es nicht. Ein Ringlein. Zuck. Oh ja, 6,7 Schaden, obwohl gelb. Also grün, also ich meine blau. Ein Anzug, den ich cool finden würde. Erhöht den Schaden von Blizzard. Ja, das bringt mir wenig, aber... Wobei, wer weiß, ob ich nicht dann einsteige in den Blizzard. Ja. So, dann können wir aufräumen, Hedrick. Und tatsächlich räumen wir jetzt mal das Inventar auf. Bitte unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo, euren Likes und euren Kommentaren. Und dann wollen wir hier mal die Kiste noch aufräumen. Und ich habe halt immer noch keinen großen Nephalem-Portal-Ding sie gekriegt. Ich denke mal, ich sollte mir ganz genau überlegen, was ich als nächstes mache.